Hallo zusammen, hier ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Und zwar habe ich heute wieder ein Erklärvideo mit einer Checkliste und zwar Thema Motorradversicherung. Hast du also einen schönen TÜV, wie man in Schweizerdeutsch sagt, oder eine geile Harley oder überlegst dir sogar ein Motorrad zuzutun, dann empfehle ich dir, dieses Video bis zum Schluss zu schauen. Wir gehen es jetzt zusammen durch. Ich erkläre dir ein bisschen, was wirklich wichtig ist und was vielleicht eher weniger. Oder was gibt es für Optionen und welche sind sinnvoll und welche nicht. Let's go! Okay, lassen wir los. Und zwar Punkt Nummer 1, Motorradhaftpflichtversicherung. Obligatorisch kommst du nicht drum herum, musst du machen. Genau gleiches Prinzip wie beim Auto. Punkt Nummer 2. Entweder auch hier die Geschichte bei Autoversicherung, Vollkasko oder Teilkasko. Einfach immer noch merken, Vollkasko deckt die selbstverschuldeten Unfälle oder Schäden mit, Teilkasko nur die nicht selbstverursachten Schäden. Also, je nachdem, wie viel das dir dein TÜV wert ist, Teil- oder Vollkasko, sonst gehst du das Risiko halt ein, gewisse Sachen selber zu bezahlen. Punkt Nummer 3, persönliche Effekten. Was ist hiermit gemeint? Das sind Sachen, die du mitnimmst, also Gegenstände, die du mitführst. Das hätte aber auch Geldwerte. Und solche Sachen, mein kleiner Tipp, brauchst du nicht unbedingt, sofern du eine Hausratversicherung hast und dort den einfachen Diebstahl mitversichert hast, ist das in der Regel dort drin schon gedeckt. Punkt Nummer 4, Motorradbekleidung. Jetzt denken alle, ja super, ich kann meine Motorradbekleidung versichern. Naja, auch hier ein bisschen aufgepasst, also im Grundsatz wäre es bei die Kleidung bei Schäden, also es muss ein Schaden entstanden sein, nicht einfach, weil du es verloren hast oder weil du zu klein oder zu groß geworden bist. Der Diebstahl ist aber dafür mitversichert, wenn das also geklaut wird. Aber auch hier wieder der kleine Tipp, Hausradversicherung, hast du eine Hausrad-Kaskodeckung allenfalls, ist das dort schon inkludiert und musst es nicht mehr separat versichern. Punkt Nummer 5, eher wieder etwas Wichtiges aus meiner Sicht, Parkschaden. Einerseits also die Kratzer und die Beulen, die es gibt. Andererseits aber auch, was ein bisschen mehr verbreitet ist mittlerweile, ist der Vandalismus. Das wäre dort auch noch mitgedeckt. Punkt Nummer 6, auch wichtig einzuschließen, Bonusschutz und Grobfahrlässigkeit. Bonusschutz, wenn du diesen einschließt, hat zur Folge, dass, wenn du einen Schaden hast, die Prämie nicht höher wird. Kommt aber davon, wie viele Schäden würde ich dann prüfen lassen, je nach Angebot. Und das zweite, Grobfahrlässigkeit, also wenn du eine Verkehrsregel missachtet hast, wäre das dann gedeckt, wenn du die Grobfahrlässigkeit eingeschlossen hast. Wenn nicht, dann nicht. Und dann musst du es eben selber zahlen, kostet auch nicht so eine riesen Prämie, würde ich dir also beides empfehlen und einschließen. Punkt Nummer 7, Unfallversicherung Assistance. Unfallversicherung, für mich ein bisschen ein Fragezeichen, kann man versichern, wenn man will, würde ich aber andersweitig versichern und nicht nur bei der Motorradversicherung. Assistance auch hier schauen, ob das beim Auto, wenn vorhanden, schon versichert ist oder ob du im CCS Mitglied bist oder ob du irgendwo anders Mitglied bist. Die Assistance zählt in der Regel eigentlich immer für alle Fahrzeuge, die man hat. Oder lasse es entsprechend prüfen. Dann Punkt Nummer 8. Sistierungsschutz hört sich sehr gut an. Ist so gedacht, dass wenn du im Winter nicht fährst, aufgrund vom Wetter, dann entsprechend kannst du einen Sistierungsschutz verlangen bei der Versicherung. Die Versicherung wird ein bisschen günstiger, würde ich mal prüfen lassen. Aber vielleicht bringt es sogar mehr, wenn du die Schilder zurückbringst und entsprechend dann wieder sie neuen einlöst, je nach Fall. Also ich bin nicht ein Fan von dem, aber wenn du das machen willst, notabene, mach es. In diesem Sinn, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bitte teilen, liken, feedbacken, weiterempfehlen, würde mich sehr freuen. Du findest mich unter allen Online-Kanälen, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube. In diesem Sinne, hat mich gefreut, fahr vorsichtig, pass auf dich auf, mach's gut, sei easyinsurance.ch und bis zum nächsten Mal. Ciao.